Ja. Sie hatten den Aufzug blockiert. Alles frei. Okay. Eine, was für eine schäbige Wohnung, ey. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Sie waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Wollte schon sagen, bei so einer keimigen Wohnung, wie kann die Suite da besser sein? Durch ein beschissenes Holzbrett, glaubte der. Die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich weg. Oh, jetzt haben die mich weggepustet. Na toll, von drei Seiten. Wenn ich das gespeichert habe, jetzt schaffen wir noch das Stückchen nochmal. Oder? Ich hatte das Versteck des Schützen gefunden. Ja, das hatten wir ja schon, das hatten wir ja schon alles. Wir wollen es ja nicht nochmal. Wir gucken, wir gucken lieber nochmal durch. Glück allein. Einfach, nicht wie in einem Film, wo der Held die Chance hat, die Bombe zu entschärfen. Es war einmal ein Haus in der Vorstadt. Er macht die Tür auf und bumm. Boom. Jetzt war nichts mehr davon übrig. Boom. Das ist die Arbeitsauffassung der Cleaner gefiel mir gar nicht. Das war eigentlich so berechnet, dass sowas passieren muss, aber ja, aber es ist trotzdem cool. Einmal, er kommt rein und bumm. Und es macht bumm. Das ist nicht das... Da ist er! Das ist nicht... Ah, das ist er! Oh mein Gott, da ist er! Das ist das... Ah, das ist er! Ah ja. Mann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chief! Ja, ja. Wow! Wow, nein! Boah, fuck, ey. Ist der weggeflogen. Hui. Ja, der sagt, ich soll schießen, oder? Oder hat er das falsch verstanden? 1 und 2, 3 und 4. Alter, das ist echt. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Sie waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Alten Drecksverein hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nehmen wir denn... Na, nehmen wir die VR nochmal hier. So, und zweimal hier essen. Dreimal hier essen so, ja. 1 und 2 und 3. Die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich wegpusten. Ja. Danke, Kumpel, du hast mich gerettet. Sie haben die Tür von außen versperrt. Das sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Okay, führt noch ein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur 7. Etage. Ed kennt ihn, weißt du? Ed, der Hausmeister. Armer Ed. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. So ein Rüber, schnell für dein Rüber, ey, Kleiner. Da hat er hingekotzt, oder was? Naja, lassen wir mal den Kleinen in Ruhe. Wir gucken, wo Ed ist. Ed und... Ach nee, war ja der Schuhverkäufer. Er waren die. Hier haben sie über die Farbe rumgespielt. Basement.
It's a late goodbye. Hey! NYPD. Ich brauche den Code für die 7. Etage. Sicher, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Warten Sie, euer 667. Des Teufels Nachbar, kapiert? Ja, hab's kapiert. Okay. Sie bleiben hier. Okay. In our headlights, fair and bleak. Die Musik, was er da singt, das ist die Endmelodie von dem ganzen Spiel. Von den Credits, da was da kommt. Merkt euch das mal, wenn er dann, zeigt euch die Credits dann auch, denn, wenn wir das Spiel durch haben. Haben sie aber cool gemacht. Flashing halt. Oder so. Ist ein richtig cool, also das passt übelst geil, dieses Ende. Das war ja die falschen, oder die ja eigentlich. Naja, egal. Ein Tod ist tot. Man kann ich jetzt hier eigentlich hochgehen? Was ist denn, wenn ich da hochgehe? Hier. Kann ich auch den Weg gehen. 6, 6, 7. Das ist noch was Tolles. Toll, abgeschlossen. Hätten sie auch gleich ein Schild dran machen können. Unten oben ist abgeschlossen. Tut mir leid. Sparen sie sich den Weg. Nein. Oh, scheiße. Na toll. Nie bei Max Payne irgendwo runterspringen. Nee, Mann. Das kommt nie gut. So. Oh, bin ich doof, ey. Na, die Wasser, Pflanze hat doch mal Wasser drin gebraucht. Schnauzeköter. Verstecken ist sinnlos. Ja, verstecken ist sinnlos. Ich töte euch so oder so. War hier noch irgendwas gewesen, bevor ich hier... Du, 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 du. Lauf, mein kleiner Pain. Lauf, mein kleiner... Alter, das sollen die Apartments sein? Ey, selbst der Flur sieht ja asozial schon aus. Willkommen bei unserem Zurück an den Absender Marathon. Zwei Tage und zwei Nächte. Cool, wie viel Medizin hier rumliegt. Oh, Mann, Alter. Oh, Pizza. Erschreck mich nicht so. Pizza. Das wär's ja jetzt. Naja, egal. Der ist dann schon gegessen. Oh, noch eine Pizza, Alter. War hier eine Feier? Sich die Karte der Stadt. Na toll, jetzt haben sie die Olli getötet. Schnauze. Da frage ich mich, warum ist hier Blut? Und da hinten auch nochmal, in einem anderen Zimmer. Ja. Hä? Ja, also sag mal, hier wurde es erschossen. Stand da, zack, in die Wand gespritzt. Nur ist die Frage, warum ist genau auf der anderen Wand den... Da kann ich durchgesuppt sein. Nee, da konnte mir nicht erzählen. Ich speichere mal kurz. So, hier speichert. Sind zwei sind ich. Guck mal, die Cannabispflanze. Und nochmal rum. Ich hätte auch springen können, aber... Nee. Hopp. Boah. Ist ja auch ganz normal, dass man hier eigentlich so langläuft, ne? Also ich meine ja auch stimmt. Wow, Kollege. Hä? Ach guck mal, das ist die Cannabispflanze, die ich vorhin gesehen habe.
Oder eine Zimmerpflanze, keine Ahnung, wie sieht es aus wie eine Cannabispflanze. So und so dünne Blätter hier, guck mal, so hauchdünn, so zack, siehst du? Ist schon nicht mehr zu sehen. Abgeschlossen. Ach, der muss ja hier rein. Nee, die sind auch nicht mehr in die Apartments. Naja, so viel ist ja nicht hier, wa? Die Explosion in meinem Apartment hatte ein Feuer ausgelöst. Die Flammen umzüngelten meine Vergangenheit und ließen die Schatten nur bedrohlicher erscheinen. Ja. Oh,